Kann immer dieses Geräusch mal so. Piep, piep, Ja, piep. Mate, ich sehe dich. Warum richtest du die Waffe auf mich? Ich richte hier gar nichts auf dich. Luis, kannst du ja nochmal einen Satz rüsten? Ich sehe schon, ja, Mate. Hm? Was? Ich bin in der Base, ich bin in der Base. Kannst du nochmal eine Ersatzrüstung mit? Ja. Kann ich machen. Der pinke Pöpte. Beobachte dich genau. Kannst du mich mit hochnehmen? Ich hoffe es. Ja, aus der Rüstungskiste oder aus der anderen? Auch wenn du auf dem Roden landest, ich zu sagen, hat du bist daneben. Danke. Eine Flakrüstung und zwei Kritikrüstung oder so. Ich glaube, ich lande wirklich. Lukas, springst du als nächstes? Hast du einen zweiten Fallschirmbeutel gefragt? Ja. Nehmen wir das aus dem Pöpte. Nein, werde ich ihn nicht benutzen. Ja, ich hab einen Level Up. Bring dir die protzig goldene. Da schreibt einer im Chat, was für eine kranke Idee ist das denn? Ich darf ich vielleicht mal kurz an der Stelle wie, vielleicht mal die Erklärung machen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Nein, bitte nicht! Doch! Ich hatte mit Niklas an einem Abend mal so ein bisschen sinniert, ja, und dann hat Niklas gesagt, wie wär's denn mal mit einem Event, wo die Leute mit Fallschirmen abspringen? So wieder da. So. Und dann habe ich weitergesponnen die Sache und habe dann gesagt, ja, das wäre doch cool, wenn die, während sie mit dem Fallschirm abspringen, auch noch auf sich gegenseitig schießen müssen und den anderen dann noch abschießen können. Und dann ist dann diese Idee entstanden. Also wir haben rumgesponnen quasi. Ja, ich wollte zuerst sagen, dass er quasi von oben runterfallen ohne Fallschirm, weil dann wäre es ja richtig schwer, die Plattform zu treffen. Ja. Schön bin ich sogar. Ah, ich bin da. Muss noch wer geportet werden? Also eins muss man sagen, das ist doch perfekt mittig, wie der Armato gelandet ist. Ah, mittiger geht's gar nicht mehr. Nee. Das sieht richtig gut aus, wie du gelandet bist, Wahnsinn. Dann renne ich jetzt auch mit. Warte mal, du hast mich erschossen, dann hast du 5 Punkte, ne? Du keine Rüstung kannst du. Weil du nicht noch jemand anders erschossen hast? Ja. Nee, Tomato, ich nehm dich mal mit, in Ordnung. Nee, Alter, jemand, der geportet werden will? Oh. Wurde ich mir aus dem Weg gelaufen, tut mir leid. Stehst du noch oben gut? Vorne? Sehr gut. Vielen Dank. Bitte. Eine Siegerswürdig. Ja, ich bräuchte noch jemand, der mich dann wieder. Was passiert, wenn gut, ich jetzt halt mal an den Quest. Willst du noch mal springen oder soll ich nochmal? Ich will schon, ich am Arsch auf den Kopf da. Ja, dann mach du das. Muss jetzt nicht mehr nach oben, oder? Ich bin gleich abgeschossen. Ich schraub da, muss nach oben. Ja, dann also hat quasi Damascha 5 Punkte, sein Tribe quasi, ne? So ja, hab ich Tribe, warum? Genau. Okay. Hä? Warum? Ja, weil Yamato. Wieder jemand getötet. Ach so. Yamato hat mich getötet und hat die Plattform getroffen. Das heißt, ihr habt 5 Punkte. 2 Punkte für mich und 3 Punkte für die Plattform. Finde ich gut. Wie ist das eigentlich mit den Punkten? Kann man die irgendwie ganz nachschauen? Du musst halt runterspringen. Wie viele du jetzt gerade hast aktuell? Das, also allgemein. Wir müssen uns das so ein bisschen merken und wir gucken dann nochmal in die Dings. Okay. Also ihr müsst euch auf jeden Fall merken, ob ihr gelandet seid oder nicht. Aber gut, das wissen wir eigentlich auch alle. Mhm. Ihr müsst auch gucken dann im Tribe-Log, wen ihr abgeschossen habt. Dann vergleichen wir dann zum Schluss nochmal. Ragnar? Genau. Okay. Ja. Meinen Tribe-Log. Dann schreiben wir es uns am besten irgendwo auf. Wie zählt das mit den pro abgeschossenen Schuss dann? Sie. Ja? Psst, also was essen. Wo bist du, Ragnar? Echt? Ja, immer noch. Weil ich die Flairgang hier weglegen will. Also es ging bei mir, ging es zum Beispiel mit Damascha, den ich getötet habe, dann habe ich Andi getötet, Hubi Schropp habe ich getötet, Yamato habe ich getötet, nee, Yamato hat Fritzi wurde von Yamato getötet. Ich rede nee, nicht mehr mit euch. Yamato wurde getötet. Wo hast du dir jetzt hingeboxt? Da. Nein. So. Ich bräuchte auch nochmal eine Flinte. Sag mal, Andi, hier ist Nacht oder wie? Ja, warum wohl? Achso, ich springe ja jetzt gar nicht, genau, stimmt. Das ist ja jetzt jemand anders. Fritzi ist also ja. Also, ich bin gleich wieder da. Ich dachte, ich soll oder springen. Niklas. Ja, Niklas, genau, Niklas springt. Genau, so war es ja, genau. Dann nehme ich mir wieder den Petri und schau einfach zu. Hast du nicht noch die Waffe? Nee, ich bin ja gestorben, Mensch. Ich bin auch gerade wieder. Hast du noch eine Waffe? Du musst Wagner fragen, Wagner verteilt schöne Sachen. Alle mal bitte hier sagen, die eine Waffe brauchen. Schöne ich bräuchte Sachen. Eine. Andi bräuchte auch eine. Also 3 Stück. Dann nehme ich mal den Cats gleich. 4, oder? Ich habe ja sogar 3 Fallschirme gemobst. Huch, wah. Was ist denn ich denke, Leute. Was, Milli? Bei mir geht gerade im Hintergrund voll das Gewitter ab. Echt? Was ist das, Ragnar? Da wird's ja bei dir kühl, hast du eigentlich. Ja, es kommt gerade so schöner, frischer Wind rein. Es ist so schön. Na, bei uns steht die Luft. Ja, ich sitze im eigenen Saft hier. Naja, ich sitze im gleichen Saft. Das könnte man falsch interpretieren. Ja, wieder nicht. So. Da alle hier warten, wie die. Warum wohl? Okay, Flinte habe ich, Munition habe ich keine.
Sekunde, die Rüstungslieferung kommt gleich. Ich habe auch keine Flinte. Warte, nochmal, bevor ich es verpeile, wie aktiviert man einen Fallschirm? Einfach nur quasi die Slot-Drückpumpe hat, muss man nochmal Leertaste dann machen, explizit machen. Nein, du legst es dir in den Quickslot und drückst da drauf, am besten okay. Einmal. Weil ich verpeile sowas gerne, darum frag ich nochmal. Ja, ich Rache an Captain Yamato spielen. Also warum? In der Runde muss der Niklas für mich Rache nehmen. Moment, Yamato, springst du jetzt oder soll ich? Achso, bist du letzte Runde gar nicht gesprungen? Eigentlich ja. Das ist normal, Luca. Vielleicht hat Yamato sich ja bereits gerecht, weil ich ihn erschossen habe. Moment mal, was, Damashita, du bist doch jetzt eigentlich dran, der Yamato ist doch gerade eben gesprungen. Ich bin letzte Runde da auch kann gesprungen. Ich ja gar nicht irgendwie. Irgendwie. Bist du letzte Runde auch gesprungen? Alle gesprungen. Weil ich in der Runde davor nicht gesprungen bin. Aber da hätte doch Yamato gerade eben nicht springen dürfen. Der wollte ja unbedingt mitmachen, heißt eigentlich für ihn gibt's keine Punkte dann, oder? Weil er so mitgemacht hat. Aber ist ja auch wieder blöd. Naja, also es darf immer nur einer von euch beiden mitmachen, ja. Oder? Das ist klar. Ach so. Ja, mir ist das egal. Willst du zuerst die Flak oder die? Wo bist du? Nee, tut mir leid. Hat Damashita Punkt? Hast du überhaupt Punkt gemacht? Warte mal kurz, ganz kurz. Damashita, hast du irgendwie ihn abgeschossen? Hallo, mal ganz kurz bitte. Ich wurde abgeschossen. Okay, du wurdest abgeschossen. Ja, dann ist es eh egal. Dann ist es eh Wurst. Ja. Nee, falsch habe ich nicht mitgebracht. Wurst. Kann ich jetzt übrigens noch falsch. Warte, ich kann welche craften. Aber jetzt springt bitte nur einer von euch beiden. Okay. Warte, ich leg mal kurz mal ein. Moment, Yamato, hast du schon das Zeug? Also, jetzt zum Springen? Machst du? Nein! Ich hab mich verpackt. Los, gut. Ja, ich glaube, mit der Rüstung könnte ich die Konserven noch gebrauchen, aber die habt ihr alle nicht dabei. Komm, Ghost. Ja, also ich glaube, wenn man es mal oben liegt, versuche ich sie nicht zu kriegen, weil da kommt wieder irgendwie und bringt mich um. Denke, kurz mal um. Danke. Ja, aber der quetscht zerlegt doch alles. Oh, gibt's da noch was zu trinken? Bei Trinken würde ich keine kurz mitnehmen unten zum Wasser. Wie das aussieht im Tribe-Block. Der Tribe killt Spielbär-LP. Ist echt witzig. Ey. Danke. Yay. Spiel wird vielleicht gar nicht rechnen, wenn Yamato nicht springt. Bitte, was ist mit Yamato? Das kann ich dich gar nicht rechnen. Ja, stimmt, dann schieß einfach Damashita ab, das passt schon. Darf er schon hoch? Sind jetzt alle so weit, es haben jetzt alle wieder alles? Ja. Ich hasse Leitern. Ich komm nicht hoch. Könnte bitte derjenige, der den Quetscher da gepackt hat, den kurz wegtun? Ich backe hier gerade im Haus, danke. Plötzlich kannst du mal kurz den Kopf wegdrehen vom Quest. Achso, ja. Weil ich komm hier nicht hoch. Brauchst du ja nicht hoch. Wer ist ich? Wer ist ich? Alles klar. Ich hol dich kurz ab. Genau, Luis, du gönnst dir die Premium-Plätze, ne? Erstmal mit dem Quetz vom Affe in der Absprungling schweben. Ich hab keine Taktik, ich bleib so lange hier stehen, schieß den Affe, dann springe ich vor die Füße erst. Schießen. Man könnte ihn auf dem Quetz jetzt so gut abschießen. Ja, was denkst du, was ich in der Hand hab? Ich bin Teilnehmer, ich darf nicht abgeschossen. Da stehen sie. Ja. Wie aufgefädelt stehen sie. Doch, drei, oder? Drei ist noch frei, ja. Ja. Drei und die vier sind noch frei. Ja. Wer ist eigentlich für sechs? Klar. Andi. Auf der 6 ist Andi. Ah, ich wollte gerade sagen, wer ist denn auf der 1? Nicht rechts neben mir der Frau. Auf der 1 ist Niklas. Okay. So, Dille, sind alle soweit? Ja. Ja, das ist schon gegen einfach. Hast du eine Rüstung an oder nicht? Ja, gut, dann. Wenn du die keine an, das wär's ja eh scheißegal. Dann zähle ich wieder runter. 3, 2, 1. Juhu! Einer hat vergessen zu drücken. Ja, irgendwie hat wieder. Das kann aber auch Taktik sein, weil dann bist du hinter den anderen und kannst besser schießen. Das stimmt eigentlich. Dann sollte man springen. Ja, nicht schlecht. Das ist natürlich auch schön. Ich sehe nur drei Fallschirme. Ich auch. Ja, ich sehe auch nur drei.
Einer ja, ich hab an mich halt, Andi hab ich gleich abgeknallt. Mich hat Hubi Schrott da direkt weggemacht. Nein! Boah, wow, der hat voll was gegen Nick uns, der hat mich auch als erster abgeschossen. Der war direkt neben uns, da macht er. Eisenrüstung, ey, du machst mir eh keinen Schaden, Junge. Na und? Soll ich dich hochholen? Hab keinen. Aber du triffst mich nicht. Da hat er getroffen. Duell in den Wolken. Oh. ich hab vor allem ein Viertel meines Lebens verloren. Das wäre ein Schuss ab. Warum fällt er runter? Wo ist hin? Er ist runtergefallen. Hä, warum ist Luca jetzt direkt wieder so schnell oben? Weil ich da war. Leck. Das. Da oben. Ist er. Das war gerade ein Leck. Achso. Deswegen dachte ich, er fällt. Kann ich dann einer, weil ich hab ja Sleeping Bags aufgestellt am Dings, kann ich dann einer. Ja, wieso, du hattest einen Fallschirm dabei? Kann ich ja. Kann wie ist jetzt keiner auf der Plattform angekommen? Nö, ich glaube, einer segelt noch. Einer segelt noch. Ja, es dauert noch ewig. Mir fällt gerade mal auf, wir hätten theoretisch auch die Regel machen können, wenn einer alle tötet, kriegt er die Bonuspunkte für die Plattform auch so. Weil so muss man ja eigentlich nur warten, bis er unten ist. Bist du aufsteigen oder? Ich weiß gar nicht, wie viel ich getötet habe. Er kann ja noch daneben fallen. Richtig. Okay, warte, das, also wie viel sind gestartet? 6 oder 5 letzte, also die Runde hier? Let's see. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du keine Hose anpasst. Und scheiße, ich fall gleich durch. Ich ja, bin im Quest. Ich hab 3 umgebracht. Wow. Oh Gott, kann das noch ewig dauern? hätte ich jetzt einen zweiten dabei, könnte ich es ja beschleunigen, aber ich hab leider nur einen. Kano Level 115 hier unten. Ich glaube, ich lauf immer lieber weg. Pass auf, Quetz regelt. Jetzt regnet es auch noch. Perfektes Landewetter. Wahrscheinlich landest du auf den roten Punkt, rutschst du aus, fliegst du vom Berg. Andi bitte, ja. Wo bist du denn? Ich kann dich auch hochholen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich im Kampf gegen Spiel bei mir Chance habe. Eisenrüstung ist einfach nur OP. Ja. Ich hab die Runde irgendwie 3 Schüsse gefressen. Ja, geht auf dich. Viertel AP verloren. Ich hab übrigens aus der Base keine neue Rüstung geholt, also ich bin jetzt nackig. Ja. Ich bin jetzt also One-Shot-Kill quasi. Oder vielleicht Two-Shot-Kill. Ich hab die Eisen, kann ich auch nicht mehr verwenden. Die ist ja irgendwas kaputt. Hat's geklappt, Andy? Nö. Nee, sag's, dass jemand nicht schuldig. Ach, da bist du. Warte, ich hol dich. Weißt du, das ist witzig, die einzige doch, wo die Flagge bist. Oh, nee, so denkst du, Luca? Du sammelst jemand anderes ein. Hast du jemanden getötet? Also Leute, in so geschätzten 2 Minuten 50 kann ich mal landen. Lass dir Zeit. Und wie viele Punkte gibt's? 2, gell? Sieht geil aus, wie die Blitze ihn so anleuchten, wenn er da fällt mit seinem Fallschirm. Danke. Ich einfach auf den Roden, aber dann kann ich gleich schauen, wenn er schnell hinkommt. Letzte Runde 2, die Runde 3. Wenn ich's landen, dann wird er... Jetzt da oben drauf kommen, Schollen. Keine Ahnung. Ja, glaub schon. Warte mal, jetzt hast du mich zu dem Zielpunkt gebracht. Landet man nicht auf dem Zielpunkt, hallo? Lasst mal den Zielpunkt bitte frei. Nein. Jetzt staubt er den Killer ab. Du dummer Hornsohn. Gut. Level Ach. Up, easy. Luis, bring ihn um. Ja, also ich weiß nicht, wie viel Meter ich so in der Sekunde hier falle, aber ich glaube, es sind so, keine Ahnung, 20 Zentimeter. Ich werde nicht das Level abkommen. Wo bist du gerade? Das ist aber, du hast schön viel Zeit, um zu zielen, das ist doch gut. Ja, und krasse 2 Punkte. Ja, aber wir kriegen auch noch einen Punkt, weil wir einen neuen Typen in unserem Trap aufgenommen haben. Nicht vergessen. Hä? Wir haben 2 aufgenommen. Der trifft mich. Wen haben wir aufgenommen? Du weißt, dass ich so Leute bin, dass ich perfekt lenken kann, in jede Richtung gerade. Gutes Deutsch, Luca. Lieber du mich wieder entmüden. Nein, ich werde niemanden entmuten, der einmal in einer Runde gemutet wurde, weil ich nicht weiß, ob derjenige wieder anfängt zu rauschen mit seinem Mikrofon. Ja, so lange bleibt derjenige dann gemutet. Wenn er dann bei der nächsten Runde wieder dabei ist und nicht mehr rauscht, dann passt das. Ich glaube, das ist größer, als ich weiß nicht, was das ist mir jetzt egal, ob es jetzt besser ist oder nicht. Meine FPS von, keine Ahnung, manchmal 18. Weiß jemand, wem der pinke Petri gehört? Ja. Wer ist mir? Wer von euch benutzt denn gerade? Bist du das in eurem Stamm? Einer. Ich. Du. Wer ist ich? Da kommt er runter. Ich hab die perfekte Punktlandung. Nice. Oder warte, bin ich drauf? Ja, ja, war ich drauf.
Ich denke mal, ich stehe. Wenn Ragnar sagt, gilt, dann gilt's, ne? Ja, war knapp, aber es war. Ja, das Problem ist, man hat irgendwie beim Fallschirm das Gefühl, man ist weiter vorne, als man wirklich ist, deswegen. Deshalb habe ich ja gesagt, also du hast zwischendurch nicht getroffen. Hast du ganz gut. 14 nimmst du mich wieder mit? Mhm. Kann mich mal jemand. Wie viele Runde war das jetzt? Die vierte, oder? Ja. Das war jetzt die vierte Runde, ja. Es ja. Gibt noch eine? Du hast mich verloren. Ich würde sagen, eine machen wir noch, oder? Ja. Eine machen wir noch. Du riechst dich oben drauf auf die Fenster. Ja, das geht auch so. Lukas, ja. Wer von uns beiden? Also ich würde schon gerne, aber ich würde schon gerne mal ein bisschen weiter als 10 Meter weit fliegen. Ja, ich spiel, wenn du ihn mal mit. So soll ich dich nicht. Du kannst ruhig springen, wenn du magst. Ja. Bist du jetzt auch sicher, dass du den Fallschirm dabei hast? Ich glaube, da unten liegt die Leiche. Hier oben ist voll kalt. Ja, merke ich auch gerade. Vielleicht sollte ich nicht mit dem ersten Schuss rechnen. Wie viele Waffen werden diesmal benötigt? Kannst du mich noch porten nach oben, bitte? Jawohl. Den Andi, bitte. Also ich brauche einmal alles. Eine Waffe, einen Fallschirm, einmal Munition. Fallschirm kannst du gleich wieder planieren. Ich habe letzte Runde 3 Kills mit 10 Schuss gemacht. Er schlägt mich jetzt. So. Wer von uns, also von unserem Tribe, möchte jetzt, soll ich nochmal oder möchte Ritzi? Mir ist egal. Ritzi hat halt Rüstung noch. Warte, was? Na gut, dann mach Ritzi. Das frage ich mich auch gerade. Nein. Warte. Ich weiß nicht. Allerdings überhitzt gerade mein PC. Was, dein PC überhitzt? Na dann ich. Dann gib mir deine Rüstung. Dann bitte, ich brauche eigentlich ein bisschen mehr die Brust oder woanders hinstellen. Ich komme nicht mehr in meine scheiß Tower, weil das Ding einfach viel zu fett ist. Alles. Aber es ist auch Warte, steck sie in den. Jetzt aber. Alles wackelt. Ich stehe immer noch unten. Ja, ich komme vorbei, wie du die anderen Blocks. Ich bin sowieso fast nur Helm und Brust. Ja, aber trotzdem, besser als gar nichts. Es hält immerhin einen Schuss noch aus, glaube ich. Meint euch kann ich. Ich glaube, mir hat man damals bei mir den Helm weggeschossen nur. Und dann die ganze Zeit auf dem Kopf drauf. Mir hast du keine Rüstung. Oh. Ah, jetzt. Hier eine schießt mir die Weichteile. Ich kann den komplette. Spielerlei hat jetzt voll meine Rüstung aus hier. Wo bist du denn? Drauf, ne? Entschuldigung, was ist denn da Ritzi-Beinquetsche? Das kannst du dir vorstellen, wie es aussah. Was? Warte, ich bring dein Zeug mit hoch. Ich hab kein Wort verstanden, weil alle gleichzeitig geredet haben, aber egal. Der da hüpft. Nee, ich bin der mit der schwarzen. Ritzi, fliegst du mich zum Benz hoch, dann flieg ich mit Benz rum. Wo ist Ghost? Komm in die Ecke da. Mann, man kommt weiter von den Zäunen weg da. Weiter hier rüber. Also ich brauch noch jetzt Baumwerk und Munition. Was ist das da vorne? Warte mal, ein Fallschirm ist im Ketz, ne? Ja, dann war ich hier nach oben. Hallo? Hui, danke. Warte. Ja. Go to play, warte, ich hab dann Zeug dabei. Das wär nett. Abwerfen. Oder ihr schießt einfach nicht auf mich. Willi, wo bist du? Das kann ich dir nicht versprechen. Das muss man sich nochmal überlegen. Dann würde ich dir empfehlen, starte auf einen der ersten 3 Plätze und nicht nebenbei. Kurz mal alle bitte still. Wie viele Longnecks mit Munition wird jetzt benötigt? Für mich bitte eine. Moment, da fehlt noch. Genau, eine Waffe, eine Munition für mich. Das müsste es gewesen sein. Und ein Fallschirm, den kriege ich von Andi. Warte kurz. Danke. Was hast du essen? Ja. 2. Immer so. 5, 6, hab nämlich. So, dann bitte wieder oben döpfen, wer was braucht. Ja, steh schon hier. Hast du's? Na. Nimmst du, oder? Danke sehr. Waffe, Moni. So. Noch jemand? Alle bedient. Was ist mit meinem Teampartner? Bist du noch da? Ja. Kubi, fliegst du auch wieder mit? Ja. Der Maschda? Dann will ich in einen anderen Turm. Ja, was? Bist du das Spring genommen? Warum? Weil ich letzten 2 Runden nicht was gab. Wenn du springen willst, kannst du auch springen. Ja, mich und alle. Oh! Irgendjemand den Penner mit dem Spring du. Nein, spring du. Dann brauche ich aber noch das Zeug. Wenn es Chaos. Ja, da komm runter. Also, wie immer zum Eingang. Müssen wir mal zu Ragnar. Wer hat jetzt eigentlich eine Rüstung noch an? Ich. Ich hab sie von Ritzi gekriegt, die letzten Reste. Spieber leiert jetzt meine Rüstung aus. Ja, ausgeleierte Rüstungen. Ja, die müsste dann echt so bei mir so abhängen, so. So, dann hat er jetzt jeder alles. Ja. Ich hab nächstes Mal meine Eisen noch angelassen wegen Spiel. Spiel damit. Weil irgendwie ist das immer das Lied, was jede Runde dran glauben muss. Ja, ich bin. Moment, bin ich hab keinen Fallschirm. Ich hau mal kurz die Links zu den Kanälen von Yamato, Ritzi und Ragnar in den Chat rein. Genau, immer die Kanäle rein. Könnt ihr euch das alles auch nochmal angucken? Ja, Wahnsinn. Niemals! Oh, scheiße. Der Wahnsinn, der absolute.
Der Mascha, auf welchen Turm bist du? 2. Ah, da unten haben wir den mit dem pinken Petri. Weg! Der schiebt hier, irgendwer hat mich geschoben. Mal durchgucken. Ich stehe mal hier innen drin, glaube ich. Das ist besser. Also haben diesmal auch alle einen Fallschirm, die da drin stehen. Ich hab, ja. Ich hab 2. Das, existierte vorhin, dass einer keinen hatte. Ich? Ja. Perlentaucher wie er mir. Sozusagen. So. Dann würde ich sagen, wieder auf 1. Jo. 3, 2, 1. Ist er auf? Ist er auf? Ich weiß es nicht. Weil fällt das sehr, sehr schnell. Ja, ja, ja. Oh, ich bin auch sehr schnell, merke ich gerade. Mascha, schaffst du es? Ja. Verdammt, ich sehe gar nichts, wenn ich in die Sonne gucke. Oh, oh, oh. Und stürzt einer ab. Das wird teuer. Ja, das nein! Ist... Ja! Nein! Was, oh, was Mascha. Man kann aber nicht seinen Fallschirm zerschießen, oder? Das geht nicht. Nee, das geht nee, nicht. Das geht nicht. Oh, wie ich dich sehe, wenn ich in die... Oh Gott. Lass den Petri in Ruhe, okay, weil er müsste mich bei mir leckt gerade das Spiel. Das ist sehr schön. Ja, das ist... Ah, ich sehe das. Da fällst du runter, du fällst. 15 FPS Fallschirm zu springen ist nicht so leicht. Ich glaube, da ist einer disconnected, kann das sein? Der ist einfach runtergefallen. Ich weiß nicht. Hui. Ich sonst wurde... Oh, also, ich hab's grad... Ich lande aber im Wasser. Einfach gerade ausgesegelt. Ja, ich will nicht. Luke, hast du einen getötet? Ja, hat er. Ja. Den habe ich auch vorher. Der Max Steil left his arc. Schon wieder. Echt? Nein. Mit den Armen wedeln, vielleicht fliegst du höher. Ich hatte gerade. Ja. Warte mal, ich kann ja den Fallschirm cutten. Du fliegst weit, Luca, ne? Das Hilfe! Oh, das geht ganz schön schnell nach unten. Oh, oh nein! Oh, du bist zu so schnell, du bist zu so schnell! Ich bin scheiße schnell! Mili, ich bin zu weit weg, scheiße! Was fangen wir alle? Ich helfe dir mal kurz da raus. Ja, ich hab scheiße, sogar noch einen. Ich glaube, ich lande lieber im Wasser. Lass mich hoch, lass mich fallen! Ich könnte nochmal. Oh, ich schaff's eh nicht mehr darüber. Ach man. Hey, aber so weit bin ich noch nie gekommen. Oh, Moment, na, warte mal. Das die geht noch. Die Rüstung hat voll gebracht, gell. Das schaffst du nicht. Du müsstest durch. Aha. Alter. Alter. Das wäre jetzt aber zu geil gewesen, wenn ich's noch irgendwie jetzt gedreht hätte, ey. Ach, das passt schon. Hauptsache nicht so. Wenn du dann noch die Punkte so zusammengefasst. Also, einer fliegt da welches... oben noch rum. Ja, das ist Luca. Bei dem sieht's ganz gut aus, in Anführungsstrichen. Nein. Schaffst du? Resi, bist du schon unten? Schaffst du? Ich, Spielbär flattert irgendwo. Ich bin nee, schon Spielbär unten. Ich bin nicht gelandet. Also ich bin nicht auf dem Ziel gelandet. Ich bin irgendwo gelandet. Blauer Beacon. Autsch. Ich kann es mal kurz unten landen. Ich geh mal auf den Fußboden, dann kriegst du mich besser. Ghost, was hast du jetzt gemacht? Warte. Bin ins Wasser gesprungen. So, oh, ein Kombi. Was? Will dein Blut schnell für ein Holzdinosaurier-Tor? Das ist hier gerade aus dem Beacon rausgekommen. Ich bin gerade unter der Map gewesen. Ich will, was hältst du davon, wenn jetzt mal alle dann springen, wo da sind? Alle, die da sind und alle schießen, das wäre irgendwie Niklas, auch witzig, aber dafür Hunger. Ich hungere. Warte! Nein! Wir könnten es ja mal mit anderen Waffen machen, zum Abschluss eine Runde, wo alle ja springen und alle kriegen keine Ahnung, mit Pistole, mit zwei Magazinen oder sowas. Raketenwerfer. Ja, oder? Ja, also. Raketenwerfer. Okay, also ihr wollt jetzt richtig übertreiben, ja? Ja. Ja. Ja, okay, gut. Dann von mir aus. Dann übertreiben wir es jetzt nochmal. Und danach machen wir Punkteauszählung. Ne? Ja, aber zählen die Punkte von der übertriebenen Runde auch noch oder nein, nicht? Nein, die zählen nicht. Nein. Ja, okay. Ja, das wäre sonst ein bisschen übertrieben. Also Luis, da habe ich Katzenstand doch gar nicht so scheiße vertreten. Zwei Runden. Kann jemand gucken, ob Luca richtig landet, weil ich bereite die Raketenwerfer vor. Kurz. Raketenwerfer? Geil. Kriegt man das vielleicht das vor, wenn man überlebt hat? Das rote Feld. Ich mag Raketenwerfer. Luca, du schaffst das! Hütze, geh weg da bitte. Ja, ich stehe unter der Plattform. Wenn wir Raketenwerfer machen, dann leert jeder sein Inventar seine Rüstung, weil das Zeug würde man eben wieder kriegen. Ja, aber mit dem Ding erstmal treffen im Flug. Das ist ja uns. Ja, ich kann diese Vorhaut ziehen. Luke hat's geschafft. Luis, machst du auch mit? Also, er ist drin gelandet. Alles klar. Du kannst einfach den Quetzel unter. Ich kann mitnehmen. Ah, trotzdem nicht. Nächster, mein Spieler. aus Sicherheitsgründen empfehle ich alle ihre Tiere unten zu parken. Ich porte euch alle hoch. Weil, wenn ihr da oben mit Raketen schießt, sind alle weg. Ja, stimmt eigentlich.
Ich park Spiele jetzt schon mal oben. Ja genau, du kannst mich ja oben absetzen, den Petri wieder runterfliegen. Wir haben ja noch ein... Wobei, die Viecher, die hier oben stehen, kann man hier stehen lassen, oder? Meinst du? Ich weiß nicht, weil hier stehen noch ein Vogel und ein Petri von uns. Nimm sie lieber wirklich weg. Es ist wirklich, wie Ragnar sagt, es wäre jetzt ärgerlich, wenn die Tiere sterben, weil also wir uns jetzt mit Raketen bringen, erfangen. Ja, bring sie zum Ziel. Okay. Also, es darf nur... Aber was ist, wenn jemand Richtung Ziel auf jemanden schießen will mit Raketenwerfer? Dann haben wir Massensterben da unten. Ich würde sagen, nein, weißt du, wo ich sagen würde, das Parken? Hinten, also da gibt es ja diese Art, wo die Space jetzt draufsteht, die sind die Ohren, dahinter kommen sie ja parken, da sollten ja die Raketenwerfer nicht hinkommen. Ja, da läuft ja gleich der Weg so vorbei. Oben, also quasi da, wo die ganzen Steine sind. Ja, es da darf dann nur kein Alpha-Rex oder so da kommen und dann, oder ein Giga. Nein, ich meine hier oben bei dieser bei Batman-Höhle da. Ja, heißt. Da oben, wo die Pillar stehen praktisch, also... Genau. Ja, stimmt, Pillars. Hinter dem Pillar, ja genau, da kommt nichts hin, da kann ja kein... Niemand irgendwas abgeschossen werden. Das sind Pillar. Was? Da wo wir die Betten stehen haben. Der Pillar unter uns. Wo wir, so. Wo hier das Ding steht, da, wo wir hier den Startpunkt haben. Na, warte, hoffentlich. Soll ich da noch Fallschirme nochmal aus, ja? Ja, ich hole nochmal Fallschirme bei euch. Weil dann sind wir die letzten drei, wo da drin sind. Ja. Okay. Falsch. Endlich! Was? Ja, soll der Petri nicht wegfliegen, ne? Nö, der gammelt doch da rum. Hm? Aber schaut, ob es nochmal so eine spontane Idee kommt, die zwei schon springen. Ja. Aber warte mal. Was sind hier jetzt nimm wenigstens mein Implantat mit. Hä, wer schießt denn hier? Warum schießt denn du? Ja. Also diese Ansammlung ist hier, wenn hier jetzt irgendwie irgendein OP. Nicht auf die Tiere schießen. Das ist böse. Hier ist voll heiß. Achso, das ist der Park-Jet-Service. Okay, gut. Ja. Trotzdem. So. Ja. Schon Schreck gekriegt hier. Der schießt plötzlich auf Tiere. Ja, ich bin dabei. So. Ja, Fallschirm sollten wir es ja draußen nicht. Aber Milli, wenn du jetzt springst, dann zieh lieber deine Rüstung aus, sonst ist die weg. Das ist ja nicht meine. wer möchte sie denn wieder haben? Du kannst sie gerne behalten. Brauchen wir nicht, wir haben besseres cool. Zeug. Danke. Ja, warte, wir haben noch unser, könnt ihr auch Betten aufstellen. Sleeping Bag, wenn ihr wollt. Ich hab jetzt ein Sleeping Bag hingelegt. Seid ihr alle bereit zum Porten? Ja. Nein, warte. Moment. Ja. Ghost? Was? Handschlag. Komm. Der weiß, worum es geht. Gut. Handschlag. Ghost, das hier auf 3, okay? Das hier, was ist das eigentlich? Das ist, du bist auf sich, was schaut den Eisen aus da noch an? Friendly Lower Hands. Da, okay. Boah, ich bin oben. Okay, auf die Plätze. Fertig. Und 3. Der ist weg. Ich bin weggeordnet, nice. Ich weiß genau, auf wen ich jetzt erstes gehen muss, die Rüstung. Was? Das bringt ihm auch nichts, das wird auch nicht sein. Ja, eben, mit dem Raketenwerfer, wenn du den einen triffst. Boah, Gott, hab ich mich erschrocken. Wer ist das? Wie kommt, wer hat... du hast Luis Dio hergebordet. Der ist von uns, der sich eigentlich um die Babys kümmert. ja, Luis, Fehlbordung. Das war ein Fehler. Jetzt sterben die Babys. ja, was war? Ich glaube, da war er gerade dabei. Ich bin die Scheiße. Ja, du kannst dich auch hier ausloggen, ne? Deswegen. Ich will eigentlich schon zum CS kommen, um euch zu Bescheid zu sagen, dass ich aufgehe, aber jetzt wurde ich hergebracht. Ja, wir sind jetzt dann auch mal wieder bei der Base. Krieg ich eine Rückfahrkarte zurück zum Moment. Nee, du musst laufen. Ghost, komm her. Fliegen. Der Kano wieder mit den Armen. Ja, genau, der Kano ist mit den Armen wieder. Wie viele Raketenwerfer braucht ihr jetzt? 17. Also ich würde sagen, ein für Luise und jetzt auch, ne? Andi, brauchst mal wieder noch einen Port, bitte. Jeder nur einen, aber, oder? Was mache ich nun? Und Muni? Warten, Geduld haben. Bitte mal untereinander aufteilen, ich muss kurz jetzt auf. Ja, warum man sagst. Ein? Hast du eine Zocks? Du hast zwei. Eines? Warte, ich bringe einen. Eine, zwei. Raketenwerfer geht nach 8 Schuss kaputt. Hier oben aus.